Hallo, ich habe uns heute mal eine kleine Auswahl an Thermobechern zusammengestellt und möchte gerne über die Deckel sprechen. Wenn man sich einen Thermobecher aussucht, dann ist es ganz wichtig, einmal zu überlegen, brauche ich einen einfachen Thermobecher, der nur schwappsicher ist, oder brauche ich einen Thermobecher, der auslaufsicher ist, also wenn ich zum Beispiel unterwegs bin. Den klassischen Thermobecher to go, den kennt jeder. Das ist im Grunde ein Porzellanbecher oder Kunststoffbecher mit Silikondeckel und einer Trinköffnung. Und diese Becher sind für kurze Distanzen geeignet, also zwischen Kaffeemaschine und Bürotisch beispielsweise, dass eben nichts überschwappt. Aber er ist halt nicht auslaufsicher. Also wenn er umkippt, dann könnte eben der Kaffee auslaufen und im schlimmsten Fall kann sich der Deckel eben auch lösen. Wenn ich jetzt also mit dem Becher unterwegs bin, zum Beispiel im Auto und in der Bahn, dann möchte man ja sicher gehen, dass dieser Becher auch dicht ist. Und hier haben sich die Hersteller so verschiedene Konzepte ausgedacht. Es gibt einmal Druckknöpfe, die entweder seitlich angebracht sind, oder es gibt Druckknöpfe, die oben auf dem Becher zu finden sind. Also hier habe ich mal ein Beispiel, das ist der Alfi Plus. Hier kann man das gut sehen, Druckknopf in der Mitte. Und dieser Druckknopf wird eben einfach runtergedrückt zum Öffnen und dann muss er allerdings auch wieder geschlossen werden. Dann gibt es halt diesen Unterschied, muss ich den Druckknopf betätigen, damit der Becher wieder zu ist oder nicht. Und da empfiehlt es sich dann vielleicht auch einen Thermobecher auszuwählen, der vielleicht einen seitlichen Druckknopf hat, also gerade so fürs Büro, denn der schließt dann wieder von alleine, wenn ich den Druckknopf loslasse. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie im Büro das Pech habe und der Becher kippt einmal um, dann ist er auf jeden Fall geschlossen. Für den Transport in der Tasche ist es natürlich auch ganz wichtig zu wissen, ist mein Becher dicht, und da bieten sich solche Becher an, die bei denen der Druckknopf noch ein bisschen besser abgesichert ist, entweder dadurch, dass er etwas tiefer im Deckel liegt, oder hier wie bei dem Camelback, dass da noch mal ein Überbau drüber ist. Das kann man hier mal ganz gut sehen. Ja, also der Druckknopf kann eigentlich nicht aus Versehen dann ausgelöst werden, wenn der Becher umkippt. Also da ist dann noch viel Platz dazwischen. Ja, und was man vielleicht noch beachten könnte bei Bechern ist, ob der Becher eine einzelne Öffnung hat zum Trinken oder vielleicht von jeder Seite zugänglich ist, wie zum Beispiel der Emser-Becher. Da fließt der Kaffee in den Deckel und kann dann von jeder Seite getrunken werden. Zwei Spezialitäten haben wir hier noch. Einmal den Drehdeckel, der ist ganz einfach. Einmal drehen, auf und zu. Oder eben den Deckel mit einem Hebelmechanismus. Das haben wir beim Contigo Byron. Auch einfach öffnen, schließen. Und wer ganz sicher gehen will, der kann sich auch diesen Contigo Westloop zulegen. Da gibt es oben auf der Oberseite nochmal einen speziellen Knopf, den man dann drücken kann, und damit wird dann eben die seitliche Taste zum Trinken nochmal gesperrt. Also der kann dann auch in der Tasche mal umkippen, ohne dass gleich was passiert. Ja, ich hoffe, das war so ein bisschen informativ für euch und dass es euch bei der Auswahl des richtigen Bechers hilft.